Du hast ihn gesprochen? Etwa 5 Minuten, bevor sie ihn wieder ausgelockt haben. Er hat starke Schmerzen. Aber er sagte, dass er zurückkommt und du ihm ein Bier schuldest. Ja, das klingt nach Vic. Schön, das zu hören. Aber, Schatz, du musst mir einen Gefallen tun, okay? Bleib morgen zu Hause. Mach ich. Gut. Dad, ich... Ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Tu's für mich. Bitte. Das Peilsignal weist in Richtung Stadtmitte. Hey, Sam. Briggs, gute Arbeit während des Einsatzes. Du wolltest mich nicht mal dabei haben. Ich weiß. Ich mache eben auch mal Fehler. Stichwort London, hä? Hör mal. Vergiss London. Du musst mir bei der Blacklist-Sache helfen. Was? Dass du die richtigen Entscheidungen triffst, kann ich dir beibringen. Aber im richtigen Moment auf dein Bauchgefühl hören, kannst nur du. Wieder okay? Gute Arbeit, Briggs. Scheint, als gäb's wieder Arbeit. Hey. Charlie? Hey, Sam. Ich habe endlich die Daten verarbeitet, die du aus Teheran mitgebracht hast. Irgendwas über Blacklist? Die Kurzbrigaden sollten Sadiq umlegen. Glaub nicht, dass dein Freund der General gelogen hat. Aber ich habe auch schlechte Neuigkeiten. Unsere Verbindung zu Nuris Handy ist abgebrochen. Ah, den finden wir. Klasse. Nun, dann kommen wir jetzt zur heilige Scheiße, was tun wir jetzt, Abteilung? Die Chemiewaffen, die wir seit London beobachten, sind in Amerika. Charlie, das ist großartig. Unser Plan funktioniert. Mann, ich will gar nicht wissen, was für dich eine miese Nachricht ist. Gute Arbeit, Charlie. Ich halte dich auf dem Laufenden, in jeder Hinsicht. Sorry, Mann. Ich hab mich gefragt, ob du Lust auf einen kleinen Tauschhandel hast. Was hast du für mich? Ich hab zum Beispiel geheime Sicherheitsprotokolle der iranischen Armee für dich zum Üben, wenn du das hast, was ich brauche. Und Scheiß hast du? Ich hab den Quellcode, Alter. Wenn du mir im Austausch dafür ein paar von deinen coolen Cracking-Soproteinen vermachst, wäre ich vielleicht bereit, ein bisschen von dem, was ich habe, abzugeben. Wenn das wieder so ein Scheiß wie damals ist, als du meintest, du hättest Zugriff auf eine schwedische Bank. Warum fängst du schon wieder damit an? Wir müssen... Gibt's was Neues, Olli? Der Sender bewegt sich immer noch südlich auf der I-95. Hab Aufnahmen von Kameras entlang der Route besorgt. Schick sie Charlie. Wenn sich was ändert, sag Bescheid. Solltest du nicht aussteigen? Die Dinge ändern sich. Wir haben einen Teil des Kennzeichens. Übernimm das. Okay. Der Sender an der chemischen Waffe ist jetzt kurz vor Philadelphia. Das Zeug hätte niemals ins Land gedurft, wenn wir den Angriff nicht verhindern. Wir werden nicht diesen Angriff verhindern. Wir werden alle Angriffe verhindern. Unser Militärgeheimdienst hat Verhöre durchgeführt, die ich abgehört habe. Sadiq hat Kommandanten, denen er vertraut. Sie denken, dass diese Kommandanten die Durchführung der Angriffe koordinieren? Wenn wir ein Leben erwischen könnten? Dann würden wir die Pläne für Blacklist kennen. Ein super Zeitpunkt für sowas. Der Transporter ist ein Leihwagen. Er wurde genau wie 5 andere mit falscher Kreditkarte gemietet. Der Sender. Er wird langsamer. Höhe East Oregon. Fährt Richtung South Columbus zum... Zugdepot der Stadt. Auf Überwachungskameras schalten. Die anderen Ingenieurfahrzeuge sind schon dort. Die Bomben könnten scharf sein. Landet das Flugzeug. Philadelphia International hat uns schon Landeerlaubnis erteilt. Cockpit, Landeanflug abschließen und dann... Irgendwelche Infos über die Bombe aus London? Liegen bereit. Die Dinger zu deaktivieren dürfte nicht schwer sein. Gut. Charlie, du musst irgendwie den Funk in dem Gebiet stören. Wir können keine Fernzündung riskieren. Mach ich. Briggs, wir gehen zusammen raus und zwar sofort. Hurra!
Rauchgranaten sind optimal, wenn du viele Gegner und Ziele hast und große Freiflächen decken musst. Gegner in dem ersten Transporter. Ausschalten, sonst zünden sie die Bombe. Bereit. In Position. Gute Sicht. Klarer markiert. Verstanden. 3, 2, 1. Sam geht zur ersten Bombe, bevor sie explodiert. Greife an. Gesichert, Sam. Ich komme zum Transporter.
die erste Bombe entschärfen. Verstanden. Setze Funkstörsender. Cool. Signal gut. Wir haben 3 weitere Sprengsätze geortet, Sam. In einem Tunnel in deiner Nähe, auf dem Wartungshof im Ringlokschuppen. Der Bereich ist zu groß, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen uns aufteilen. Schick euch die Positionen aufs Opset. Der klingt schon wie Grimm. Alles okay. Grimm, eine Ahnung, wer der Anführer ist? Eine Vermutung ist auf dem Opset. Der Verhaltensanalyse nach leitet er diesen Angriff der Engineers. Ich werde ihn fragen. Halt zum Beinbruch, Briggs. Tischer Ende. Auf was für eine Scheiße habe ich mich da eingelassen? Briggs, Beeilung! Zur Bombe, bevor sie bewegt wird! Verstanden. Finde den Transporter, du findest das Nervengas. Finde das Nervengas und deaktivier den Mist. Are you finished yet? Jesus! Keep sneaking up on a guy planting explosives and we're all gonna be killed. Funny. You wanna answer? Los geht's. I'm done. Nobody gets in here without us knowing about it. Grenade! Erwischt. Überprüfen. Noch einer weniger. Die Transporter passen zu Charlies Bildern von den Verkehrskameras. Grenade! Ich bin bei der Bombe. Grimm! Briggs, hey. Ich habe anhand von Sams Aufnahme aus London ein Schaltbild der Bombe angefertigt. Sie enthält ein Aerosol-Verteilsystem. Das hat ihn vermutlich auch vergiftet. Alles wird gut. Du musst nur langsam die Ummantelung aufschieben. Nein. Gib mir Grimm und zwar schnell. Dir hat zu tun. Sucht mit Sam den Anführer. Glaubst du, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir zusammenzuarbeiten? Schick einfach die Details aufs Opset, Charlie.